Hier ist die Petra von Stempel dich bunt und wir sehen uns heute schon zum siebten Teil der Videoserie zum Designerpapier Abstrakte Schönheit. Das ist das Papier im Format 4x6 Zoll und ich habe mir da einige Verpackungen für rausgesucht, die man auch mit einem kleineren Papier gut basteln kann. Und heute habe ich dir eine Idee mitgebracht für zwei kleine Schokoladentäfelchen, zum Beispiel wie die hier von Feodora oder von Hachetz gibt es die auch. Es gibt auch welche von Milka. Ich weiß nicht, ob die ganz genau das gleiche Maß haben. Das müsste man sonst nochmal anpassen. Und das Schöne ist, das ist eine Verpackung ohne Kleben. Die wird einfach so zusammengedreht. Beziehungsweise jetzt habe ich sie schon ganz sogar wieder ganz auseinander gemacht. Eigentlich bleibt die an der einen Seite natürlich verschlossen und man macht die auf der anderen Seite auf und holt die Schokolade raus. War ich jetzt gerade, habe ich schon so rumgeplappert. Also so ist es dann eigentlich, dass man die oben aufmacht und dann kommt man an die Schokolade. Und wenn man sie aber eben unten auch aufmacht, dann kann man das einfach auseinanderfalten. Und das finde ich auch besonders schön. Da muss noch nicht mal was geklebt werden. Und wie du die machen kannst, das zeige ich dir jetzt. Wir brauchen dafür natürlich auch wieder einen von den Bögen des Designerpapiers. Diesmal brauchen wir das aber gar nicht in der kompletten Breite. Ich kürze das ein bisschen auf 14 cm. Und dann wird das Papier gefalzt mit der langen Seite angelegt bei 4 cm. Das nächste Mal bei 5. Bei 9 und bei 10. Mit der kurzen Seite angelegt wird gefalzt bei 1,1 und bei 2,1 cm. Und zwar sowohl rechts als auch links. Die Maße brauchst du dir wie immer nicht mitschreiben. Die schreibe ich dir in den Blogartikel und der ist im Video verlinkt. Wenn du mir einen Kommentar hinterlässt oder vielmehr einen Kommentar unter einem der Videos dieser Videoserie, dann bekommst du ein Los in den Lostopf und am Ende der Serie verlose ich eine Packung des Designerpapiers Abstrakte Schönheit, damit du die Ideen dann auch nachbasteln kannst. Zum Kommentieren hast du Zeit bis zum 22. April, das ist der Freitag. Diesen Jahres natürlich, 2022, und den Gewinner, den verkünde ich dann am 25. April. Da gibt es nochmal ein kurzes Video. So, jetzt müssen wir hier einiges zurechtschneiden und da mache ich das bei solchen Verpackungen so, dass ich mir dann in der Regel ein Muster dafür mache oder mein Rohling oder Prototyp nehme und das nochmal danach abschneide, damit ich mich nicht vertue, denn hier muss man sich merken, welche Papiere braucht man, welche nicht. Und du kannst dir jetzt überlegen, wir können das Papier so rum benutzen oder so rum, das spielt keine Rolle. Und ich hätte jetzt gerne, dass hinterher diese Seite die Vorderseite wird. Das heißt, an diesem Stück müssen die Schnibbel dranbleiben. Und was ich jetzt als allererstes mache, ist, dass ich hier an den langen Seiten die Falzlinien bis zur zweiten Querfalz alle einschneide. Und damit ich mich mit meinen Seiten nicht vertue, kürze ich dann jetzt direkt auf der rechten Seite, brauchen wir die beiden Abschnitte nicht mehr. Von den schmalen brauchen wir nur den ersten. So, und dann schneide ich es jetzt von der anderen Seite. In der Mitte brauchen wir auch beide Streifen nicht mehr. Und von dem schmalen brauchen wir wieder nur den ersten. Die schräge ich auch ein ganz kleines bisschen an, diese kleinen. Aber nicht viel, sonst hat man ja praktisch nichts mehr. Auf der anderen Seite schneide ich das ganz genauso. So, dann nehme ich jetzt den Eckenrunder und runde an der Seite, wo wir diese Schnibbel dran gelassen haben, runde ich alle vier Ecken. Außen ist es ganz unproblematisch und für die innere Seite muss ich dann das andere Papier einmal wegklappen. Und dann nehme ich mir außerdem auch noch eine kleine Kreisstanze und jetzt gucke ich, welche Seite ich
als Oberseite haben möchte. Und da hätte ich gern die mit diesen Klecksen, dass das die Oberseite ist. Das heißt, ich stanze in dem mittleren Teil dann eben auch an der Oberseite eine kleine Griffmulde. Ich habe jetzt hier noch so eine ganz kleine Stanze, die es früher mal bei Stampin' Up gab. Nimm da einfach ja, die kleinste, die du hast, oder eine kleine Stanzform und stanze hier einfach so eine kleine Griffmulde ein. Man muss das natürlich auch gar nicht machen, aber so sieht man dann direkt, wo man das dann aufmachen kann oder soll. Und dann kann das Ganze auch schon zusammengedreht werden und hier wird es eben einfach ja, wie eine Schachtel zusammengelegt und der Rücken, der ist dann doppelt. Das gibt dem Ganzen auch ein bisschen mehr Stabilität. Dann klappe ich unten die Seitenteile ein und steck die Lasche rein und damit hat man dann die Box eben auch schon fixiert. Dann hält die grundsätzlich schon so zusammen und jetzt kann dann auch die Schokolade rein. Und dann kann ich die obere Seite auch zumachen. Und diesmal habe ich die Dekoration mit dem Produktpaket einfach mal abtauchen gemacht. Und zwar, ja, ich fand den Spruch ganz schön, einfach mal abtauchen und genießen. Und die kleinen Fische, die Qualle, die finde ich auch sehr schön. Deswegen habe ich die so in den Hintergrund gestempelt mit Papaya. Und jetzt klebe ich das Etikett einfach auf. Bei dem habe ich auch die Ecken gerundet, beziehungsweise mindestens zwei. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, ich habe alle gerundet, aber unter dem Fisch und unter dem Seestern sieht man es gar nicht mehr. Deswegen habe ich mir auch aus dem Designerpapier dieses schöne blaue Design ausgesucht, was eben so ein bisschen nach Meer, Tiefsee aussieht. Da finde ich auch diese Goldsprenkel dann sehr schön dazu. Und ja, den Seestern, den habe ich in Zimtbraun gestempelt, den Fisch in Seladon und jetzt wird das Ganze auf der Schachtel noch befestigt. Die habe ich beide auch mit dem Wing of Stella angemalt, dass die ein kleines bisschen glitzern. Und diesmal mache ich das andersrum. Da kommt der Seestern nach links und der Fisch nach rechts. Das finde ich auch sehr schön, dass wir in dem Set, dass die Fische nach links und nach rechts schwimmen. So, und damit hat man so eine kleine Schachtel mit etwas Schokolade auch schon fertig. Ja, ich hoffe, dir gefällt die Idee. Vielleicht möchtest du das einmal nachbasteln, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns am Mittwoch zum achten Teil der Videoreihe wiedersehen. Also, bis dahin. Tschüss.